Nee. Es ist wie so ein Kind, so ein schreiende Kind, das ist genauso schlimm. Das ist der schlimmste Salat, den ich je gesehen habe. Was? Was ist heute überhaupt das Ziel? Was machen wir? Wir kochen heute. Das heißt, wir kochen einfach nur morgens um 8, super kalt, hier draußen im Hof. Gerichtideen? Ja, selbstverständlich. Sie hat alles durchkonzipiert. Sie plant es seit Monaten. Mit diesen Kochtöpfen, die sind relativ hoch. Sieht man da gut was? Sonst würde ich die andere Herdplatte nehmen und passt, den Wok. Ich kümmere mich drum. Ist ja nicht 70 cm groß. Ich komme schon, ich kann schon von oben reingucken. Das ist nicht. Also wir müssen das Mindset von Lea kurz wechseln. Ich mache eine Atemübung hier. Weil sonst... Nein, hör auf, mach mal die Kamera. So, was machen wir jetzt? Take Nummer 2. Ja. Mit besserer Laune. Ja. Wir, mit Kaffee ist alles besser. Wir machen jetzt ein Kochduell. Hör mal bitte auf, das raschelt. Ich stelle mich selbst sonst nicht. Wir machen ein Kochduell ohne Jury. Ja. Und eigentlich kochen wir auch nicht gegeneinander. Aber am Ende haben wir ein geiles Meal Prep. Das letzte Mal, als ich draußen gekocht habe, habe ich den ganzen Topf verbrannt. Deswegen wollte ich es diesmal professioneller machen, mit einer Herdplatte. Fast jede Jacke sieht so aus. Frag mal den Kandidat da hinten. Siehst du schon mal. Kurz nochmal das Outfit gewechselt. Spitz in der langen Hose und... Ja? Ich hab's schlecht gespielt. Auf jeden Fall, dass Stefan sich später nicht benimmt. Warum nimmst du das so ernst und trägst Handschuhe? Ich mache das tatsächlich nur wegen der roten Beete, die pule ich gleich. Mm. Und ich habe sonst den ganzen Tag leicht rosa Finger. Was sind jetzt die nächsten Ziele? Was müssen wir machen? Also das allererste, was Stefan machen möchte, ist seinen Saft pressen. Ja. Und bevor dieser Saft nicht gepresst ist und weggeräumt ist, glaube ich, können wir nicht gut starten. Ja. Aber ich stelle es einfach rüber, dann kann er drüben pressen und machen, was er will und ich baue hier auf. Grüß dich, wie geht's dir? Alles gut. Vielen lieben Dank. Ja, ich gebe dir mal die Lea. Das ist deine Omi. Ah, guten Morgen, Omi. Seht ihr, wie schön grün das alles ist? Voll mit Phytonährstoffen. Den Link für den Entsafter findet ihr unten in der Videobeschreibung. Der Link generiert automatisch den 10% Affiliate-Code, der euch 10% Ersparnis einbringt. Man sieht richtig, wie du die Mühe gegeben hast mit der roten Beete. Es wird ernst, ja. Ja, das sieht ja wunderbar aus. Schonend gegarte rote Beete, einfach nur fein gehobelt. Habe ich gestern Abend vorbereitet, weil das uns einfach zu lang dauert. Man muss uns einfach ernst nehmen. Wir sind ja auch nicht zum Spaß hier. Wir wollen hier ein geiles Meal Prep machen. Ja. Das Ganze soll sich ja auch lohnen, damit wir gleich zur Arbeit fahren können und den Tag über versorgt sind. Geil. Carbonara, rote Beete, Apfelsalat. Und dein Salat? Spinatsalat. Ja. Beide Salate sind entsprechend proteinreich, Carbonara auch und die ist natürlich, Carbonara, was auch sonst, gesund interpretiert. Geil. Und wie genau sieht jetzt die Aufgabenteilung aus? Wer wird was machen? Gar nichts, es ist einfach Freestyle. Nix da. Okay, wir kochen sowieso immer Freestyle, aber jeder von uns macht einen Salat. Ja. Die Hauptspeise machen wir zusammen. Aha. Stefan. Ja, ich höre doch zu. Und wir machen das so entsprechend der eigenen Stärken verteilt. Mhm. Stefan kann besonders gut Zwiebeln schneiden. Ja, was zum Beispiel. Du, ich kenne alles gut. Verständlich. So, was hat's damit auf sich? Das sind so die Grundbasics, mit denen du eigentlich fast jedes Gericht geil kochen kannst. Das haben wir vergessen. Ich liebe Schärfe. Das ist einfach nur fein gemahlener Cayennepfeffer. Mix aus Gartenkräutern. Hier ist einfach nur Petersilie. Passt jetzt ganz gut zu Carbonara. Gerade wenn man vegan oder vegetarisch kocht, um auch so ein bisschen diese fleischige Komponente zu ersetzen, koche ich super gerne mit Rauchsalz. Dann verschiedene Öle. Super wichtig. Auch für die perfekte Nährstoffversorgung. Klar, immer gutes Olivenöl darf nicht zu heiß werden. Deswegen haben wir noch Bratöl. Besteht meistens aus Sonnenblumenkernöl. Kannst du deutlich heißer werden lassen. Dieselöl. Immer geil. Auch mega gut für die Haut. Versuche ich am Tag bestimmt 1 bis 2 Esslöffel zu mir zu nehmen. Hanföl übrigens auch. Guter Balsamico. Bei jedem Salatdressing darf das nicht fehlen. Apfelessig. Fast immer mache ich in meine Soßen einen Schuss Weißwein rein. Oder Rotwein, je nachdem. Sie ist die beste Köchin, glaubt mir. Und eigentlich will ich gar nicht kochen, ist, sondern dass nur sie kocht den ganzen Tag. Was auch wichtig ist, ist immer so ein bisschen, man muss halt gucken, wie sich so eine Gesamtkomposition zusammensetzt. Ne? Die Säure, du hast was Süßes, du hast was Salziges und das musst du ja alles irgendwie hinzufügen und diese Kreativität musst du beim Kochen entwickeln. Du kannst nicht einfach nur Salz, Pfeffer dazu machen. Das ist nicht raffiniert. Ja. Das vermisse ich so ein bisschen beim Stefan. Ja. Diese Hier seht ihr wieder diesen wissenschaftlichen Aspekt der Wissenschaftler. Diese Wirtsraffinesse, das kannst du noch üben. Ja, mach ich. Ja, ich würde sagen, let's go, oder? Geil, top.
Nüsse, gerade im Salat, sorgen einfach für den Crunch, weil der Salat ist ja sonst eher schlaff. Kannst du mich mal bitte an die Arbeit machen? Ich mach doch die ganze Zeit, ich arbeite seit 6 Uhr. Pilze sind relativ sauber. Normalerweise, es gibt extra Pilzbürsten, die haben weiche Borsten. Damit kann man die vom Schmutz befreien. Mache ich aber ungerne, weil das macht ein bisschen... Entschuldigung. Wir schälen sie natürlich nicht. Okay, Entschuldigung. Das macht einfach die Haut von diesen sensiblen Pilzen kaputt. Das habe ich schon abgewaschen. Das heißt, du kannst die einfach schön dünn schneiden. Mhm. Und wenn das hier unten zu vertrocknet und hart ist, das bitte abschneiden. Aber nicht den kompletten Strunk entfernen. Nein, würde ich niemals tun. Nicht den kompletten Strunk entfernen, das wäre schade drum. Also es wird mein erstes Mal, dass ich einen Pilz schneide. Ich werde es jetzt mal machen. Und wie langsam schneidest du den Champignon? Sie müssen doch schön sein. Was? Wenn die Lea schimpft später. Und das ist schon der erste Fehler. Wir wollen doch den Pilz in seiner Gänze auch optisch genießen können. Okay. Wieso hast du den halbiert? Es tut mir leid, Mann. Stefan fühlt sich gemaßregelt, aber sind es wohlwollend gemeinte Impulse für die Verbesserung. Das ist was ganz anderes. Diese Küche ist wirklich hier extrem tief. Eigentlich müsste ich mich hinknien. Stefan, das ist echt extrem dick, wie du die machst. Mein unterer Rücken war schon zu vom Schneiden, weil ich mich die ganze Zeit in so einen komischen Winkel begeben muss. Ich schneide immer meinen Daumen rein, wenn ich diese Technik benutze. Kannst du mir bitte einen Tipp geben? Du siehst, wer da ist, mein Daumen. So, wie weit sind wir schon? Ja, immer noch bei den Vorbereitungen, also bei den Schnibbelarbeiten. Und Stefan ist schon wieder weg. Wir machen jetzt ein Salatdressing. Ich finde, das Wichtigste bei Salat ist immer das Dressing. Es muss einfach Pep haben, es muss geil sein. Gerade wenn man nicht so der Fan von Salat ist, dass man einfach mit vielen verschiedenen Geschmackskomponenten den gut wegziehen kann. So, halbe Stunde später. Ja? Was haben wir geschafft? 8 Champignons schneiden. Wir haben 8 Champignons geschnitten. So gut. Besser als nichts. Deswegen koche ich am Ende des Tages immer alleine, weil alles 100 Jahre dauert. Ja, ne? So, wir machen jetzt einfach ein Dressing. Super simpel, geht fast zu jedem Salat. Klassiker als Basis, Knobi, Dijon-Senf, Balsamico und ich nehme immer verschiedene Öle. Salatsauce. Was machen wir mit diesem Mixer? Damit wird die Carbonara-Soße zubereitet. Auf Cashew-Basis. Cashew-Mousse ist damit drin. Könnt ihr euch beide eigentlich noch daran erinnern, als ihr damals noch nicht so versiert wart auf Gesundheit und noch nicht so darauf geachtet habt, woher die Lebensmittelquellen kommen, dass es Bio ist? Haben wir schon immer. Ja? Natürlich. Was bitte? Also bitte, was soll denn das heißen hier? Ich weiß ja, wie du früher eingekauft hast. Wieso? Wie hat er früher eingekauft? Nicht Bio. Echt? Was? Wie passt denn? Stefan, es ist eigentlich nie zu spät, dann die Kehrtwende im Leben zu finden, was Gesundheit angeht, oder? Definitiv nicht. Man muss sich ja auch eigentlich auch nicht dafür schämen, dass man vielleicht ein paar Fehlgriffe im Supermarkt getätigt hat. Selbstverständlich, auch ich habe Fehlgriffe getätigt. Ich habe zum Beispiel keine Fairtrade-Bananen gekauft. Es ist nie zu spät, selbst wenn ihr eine absolute Trashcan im Moment seid. Macht es immer noch Sinn, ist, wie gesagt, den anderen Weg einzuschlagen und gesunde, hochqualitative Lebensmittel zu kaufen und diese zu konsumieren und den Performance-Enthusiasting-Effekt daraus zu genießen. Was ist das? Performance-Enthusiasting-Effekt? Neologist, der hat wieder ein Wort erfunden. Yes! Digga, weißt du, was er macht? Alles kaputt. Schütteln bindet es besser. Das ist Feta auf Mandelbasis. Oh. Ja, du sagst, aber tatsächlich schmeckt es ganz geil, weil der Fermentierungsprozess und die Bakterienkulturen, die verwendet werden, sind die gleichen wie auch bei Schafs- oder Ziegenmilch. Und deswegen hast du einen ähnlich säuerlichen Geschmack. Der schmeckt einfach scheiße. Nein, du hast es noch nie probiert. Die Basis ist einfach was anderes. Ich probier jetzt, live. Oh. Boah, mir geht's so schlecht. Kreislaufprobleme jetzt. Was denn? Von diesem veganen Käse. Was passiert? Geschnitten. Eben gerade beim Schafskäse schneiden. Wie weit sind wir überhaupt? Also meine Vorspeise ist fast fertig. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin schon offen, was Kochen angeht, ne? Aber Kichererbsen im Salat? Ist doch geil. Ja, passt das überhaupt? Klar, Mann. Das sieht aus, als ob du einfach krampfhaft versucht hast, noch Eiweiß hinzuzufügen. Nein, ich mach das immer dazu. Ich liebe Kichererbsen, 100%. Wie sieht's aus mit Chili? Ja, gerne. Stefan nicht, der schwitzt, sonst wird sauer. Echt? Sauer werde ich nicht, ich schwitze, aber sauer werde ich nicht. Ich schwitze einfach nur, ja. Wovon ich sauer werde? Wenn ich mir weh tue auf jeden Fall, wenn ich mir krass weh tue. Zum Beispiel, ich habe mal meine Hand in
eine LKW-Tür eingeklemmt habe, war ich sauer geworden auf jeden Fall. Dann ist mir Mandelmusglas 500 Gramm auf meinen Zeh gefallen, mein Nagel ist gesplittert, da war ich auch sauer geworden. Dann, ich habe letztens eine E-Mail geschrieben, 3,5 Stunden und sie wurde nicht gespeichert. Dann bin ich auch sauer geworden, habe mein Handy durch die Gegend geworfen. Ja, es können mich schon Sachen sauer machen, aber ich versuche natürlich immer die Kontenance zu bewahren und unter Kontrolle zu bleiben. Ich finde, ich hätte gar nicht kochen sollen, sondern nur Lea und ich hätte einfach zuschauen sollen. Kommst du eh nicht voran. Ich bin schon fertig. Ja, dann bin schon fertig. Nächstes Gericht auch. Okay. Und hat jetzt eine Dreiviertelstunde für einen reinen Blattsalat gebraucht. Ja, ne? Aber muss Spaß machen. Gute Dinge brauchen einfach Zeit. Das müsst ihr verstehen. So, was müssen wir jetzt machen, sag mal? Weniger schwätzen. Schaut mal, das ist auch schön, oder? Wieso hast du dafür fast eine Stunde gebraucht? Ja, ne, oder? Es tut mir leid. Aber er schmeckt gut. Das ist alles erzählt, Mann. Jetzt wisst ihr, warum ich eigentlich nur möchte, dass Lea immer kocht. Ich schreibe Ernährungspläne, sie kocht. Will ich Honig probieren? Das ist jetzt Sojasauce, Ahornsirup, Knoblauch und Rauchsalz. Damit werden wir gleich die Champignons ablöschen, bis die so einen leicht rauchigen, crispen Geschmack bekommen. Das ist so ein bisschen die Alternative zu Bacon oder Schinken, was normalerweise in Carbonara drin ist. Darf ich dich noch bitten, eine ganz kurze Anmerkung zum Salat von Stefan zu finden? Ja, Schmeckt sicherlich lecker. Wäre die richtige Antwort. Was gibst du ungefähr im Monat aus für gutes Essen? Schätz mal. Ich hab's mal getrackt. Ich denke so 1000 bis 1300 Euro. Ja, bitte. Man muss dazu sagen, Stefan isst extrem viel. Ich esse auch sehr gesund. Bei mir waren das immer so 50 Euro die Woche. Was? Mhm. 50 die Woche? Ja. Naja, wir essen kein Fleisch. Es ist oft immer sehr teuer. Keine Milchprodukte, die sind auch mit am teuersten. Und ich versuche, saisonal und regional zu essen. Und wenn du regional und saisonal einkaufst, sind die Preise entsprechend auch günstiger, als wenn du dir ja alles von sonst woher fliegen lässt. Also 200 Euro im Monat war bei mir immer so roundabout. Wir nehmen immer Cashewbruch, kaufen den in großen Säcken, weil wir viele Cashewkerne verwenden und Cashews extrem teuer sind, deswegen kaufen wir den Bruch. Ist einfach effizienter, schmeckt genauso. Wir machen jetzt schon mal ein bisschen was hier rein. Wir gießen das mit Hafermilch, kannst auch Wasser nehmen, irgendeine andere Flüssigkeit. Lassen es so ein bisschen ziehen, ein bisschen weich werden, bevor wir das Ganze pürieren. Und dann fangen wir an, das zu würzen. Stefan macht wieder alles außer Kochen, ne? Ist immer so. Nur ein bisschen. Ich liebe Muskatnuss. Aber ich habe da eine kleine Geschichte zu. Ich habe mal Muskatnuss mit Zimt als 5-Jähriger verwechselt und richtig viel Muskatnuss in mein vermeintliches Zimtmüsli hineingetan. Mein Vater hat mich gezwungen, 6 Stunden lang an diesem Müsli zu essen, bis er selbst probiert hat und gemerkt hat, das ist unessbar. Und hat gesagt, wie konntest du so viel davon essen? Mir ging es 2 Tage schlecht danach. Ja, so viel zum scharf anbraten. So, was ist das hier? Das sind Lupinen aus der Süßlupine. Der Hülsenfrucht sieht aus wie eine Bohne. Die Blätter der Pflanze sehen fast so ähnlich aus wie die von der Hanfpflanze. Vorteil bei dieser Hülsenfrucht ist, der sieht normalerweise nicht so aus. Ne? Ist schon geschrotet und mit ein bisschen Kartoffelmehl und Stärke angedickt. Und ich habe das so ein bisschen gehackt. Jackpot an der Sache ist, mega gesund, ballaststoffreich und hat super viele Proteine, nämlich 26 Gramm auf 100. Was? Ja. Schaut bei Kuhn Pond vorbei, nutzt den Code T800. Es gibt jede Menge geiles Kampfsport-Equipment. Mit dem Code T800 bekommt ihr 10%. Auch für Frauen gibt's das. Wenn wir gerade schon beim Thema Gesundheit sind, zu einer gesunden Ernährung gehört auch natürlich auch eine kardiovaskuläre Auslastung. Das könnt ihr perfekt mit einem Seilsprung-Workout kombinieren. Schaut bei Everjump vorbei, nutzt den Code Stefan15 und spart 15%. Die Links findet ihr unten in der Videobeschreibung. Das wird jetzt richtig crisp. Yeah. So Endspurt langsam, ne? Ja, ich musste das mal hier ein bisschen finden. Das ist nicht so Stefans Stärke. Mmh, was für eine ansehnliche Masse, oder? Gute Menge, oder? Sieht doch einfach geil aus. Machst du vielleicht über den Bulli hier direkt? Ja. Oldschool, Mann. Ich habe ja in Bangladesch lange gelebt und yes. Geil, Mann. So viel. Wir haben Feed. Geil. Ja, du musst mal mit Dings probieren, mit Nudeln. Ich weiß, lecker. Dass es geil schmeckt. Übertrieben lecker, Mann. Geil, Mann. Jetzt hör mal auf, hier alle so hart zu geiern. Ja, schon hart am Geiern, Digga. Ist es scharf? Ja, das musst du überleben, mein Schatz. Ich werde es trotzdem essen, selbst wenn ich sterbe dann. Fertig. Und was sagt ihr? Habt ihr gut gekocht? Geil, Lea hat gut gekocht. Ich habe kurz Zwiebeln geschnitten.
So, wir nutzen natürlich die Zeit optimal. Während wir essen, werden wir ein paar Fanfragen beantworten. TKA schreibt, man muss neidlos anerkennen, eine sehr attraktive Frau. Ja, okay, vielleicht doch ein bisschen neidisch. 100%, absolut. Neid ist auch nichts Verkehrtes, in dem Sinn, weil es ist ja eigentlich ein Kompliment. Vielen Dank, ich fühle mich geehrt. Azar schreibt, ich fände ein Full Day of Eating interessant. Das ist ein Full Day of Eating, was wir gerade gedreht haben eigentlich? Nein, ein Drittel. Also es ist ein Drittel ungefähr, aber einfach mal drei nehmen, dann weißt du, was ich am Tag esse. Das Leben ist ein Test, schreibt, Stefan kommt ganz lieb, jedoch ein wenig verstrahlt rüber. Ja, ich gebe zu, ich bin auf jeden Fall manchmal ein bisschen überlastet, ich lade mein Boot zu voll und es führt dazu, dass ich manchmal ein bisschen verpeilt rüberkomme. Mein Terminkalender ist halt sehr voll. Hast du einen Terminkalender? Ja, so in meinem Kopf. Nico Sikirik schreibt, Stefan echt sympathische Ernährung, hat der Safe auch extrem Ahnung, aber absolut Desaster, vor allem Stand-Up, null Talent und so viel Training, trotzdem so schwach, verstehe ich nicht. Trotzdem alles Beste ihm, aber endlich stabile Frisur. Vielen lieben Dank, Nico, fürs positive Feedback. Ich weiß, dass du es bestimmt nicht böse gemeint hast, aber komm doch einfach mal ins Training zu uns und erklär uns dann, wie das Ganze funktioniert. Ich danke dir. Mach's gut, schönen Tag. Berliner FG21 schreibt, Stefan sah direkt nach Friseurbesuch 10 Jahre jünger aus. Seine Frau hat ihn sicher zu Hause später vernascht. Das musst du beantworten. In der Tat könnte er öfters zum Friseur gehen und auch öfters seinen Bart schneiden. Fopu80 schreibt, Stefan echt top. Wie kann man nur in allem so unkompliziert sein? Unkompliziert? Das stimmt nicht. Ich bin schon unkompliziert, oder? Stefan. Bin ich kompliziert? Du bist kompliziert, du bist anstrengend und du bist borstig. Okay, krass, Mann. Das sind ja drei negative Attribute. Ja gut, ich arbeite dran. Würdest du dich als unkompliziert einstufen? Unkompliziert, sagen wir so, ich ertrage extrem viel. Ist überhaupt kein Problem. Egal, ob es Stress ist, schlechte Umstände. Ich versuche mal das Beste draus zu machen und versuche eigentlich immer positiv zu bleiben. Ja, bitte? Ich halte mich zurück. So, wir hatten ein schönes Kochdesaster, es hat mega lecker geschmeckt. Die Rezepte findet ihr unten in der Videobeschreibung. Im Sommer werden wir das öfter machen, wenn ihr Ideen dafür habt. Hey. Das ist so laut. Mach doch einfach weiter. Mach weiter. Okay. So, das Kochdesaster hat mega Spaß gemacht. Die Rezepte dafür findet ihr unten in der Videobeschreibung, werden wir es im Sommer. Nur nochmal. So, das Kochdesaster ist zu Ende. Es hat mega Spaß gemacht, es war richtig lecker. Wir werden es im Sommer öfter machen. Und ja, bis zum nächsten Kochdesaster. Dann ist die Baustelle vielleicht auch vorbei. Baustelle ist dann vorbei und dann versteht man auch was.